Nach der Ankunft der Teilnehmer wurden am Donnerstagabend die Jugendmedientage 2013 feierlich eröffnet. Untermalt von Musik der Pussy in Boots begrüßten Vertreter aus Medien und Politik die jungen Medienmacher in der Hauptstadt. Ohne uns Journalisten bleiben Worte einfach nur Worte. Und deshalb haben wir für die diesjährigen Jugendmedientage das Motto mehr als Worte gewählt. Warum es immer noch richtig und wichtig ist, Journalist zu werden, verdeutlichte Christian Fuchs, unter anderem Autor der Bücher Die Zelle und Geheimer Krieg, in seiner Keynote. Spezialisiert euch, macht da weiter, worauf ihr am meisten Bock habt, was am meisten Spaß macht und nicht, was euch Berufsberater oder Lehrer oder alte Männer wie ich auf Bühnen erzählen, sondern zieht nur das durch, wo ihr wirklich ein Herzblut dafür habt. Auch der Sprecher des Berliner Senats, Richard Meng, ist der Meinung, dass junge Medien begeisterte Menschen gefördert werden müssen. Jugendliche sind auf der Suche, die sind mit ihrer Neugierde manchmal ziemlich alleine. Und dann zu merken, welche Wege es gibt, ist schon toll. Und dann noch in einer tollen Stadt das zu merken, nette Leute zu treffen von anderen Ecken der Republik, ist immer toll. Traditionell werden auf den Jugendmedientagen die Gewinner des Just-Wettbewerbs gekürt. In diesem Jahr waren die Fotografen aufgefordert, ihre Gesundmacher im Bild festzuhalten.